Ich denke, wir alle praktizieren, um ein wenig glücklicher zu werden. Oder man könnte auch sagen, einen spirituellen Weg zu gehen, heißt, das Herz zu heilen. Das Herz zu heilen bedeutet wiederum, das Herz zu öffnen. Und ganz oft wird es im Laufe unseres Lebens, wir merken es, ein wenig verschlossen. Verschlossen in Groll, verschlossen in Frustration, in Enttäuschung, verschlossen in durch die verschiedensten Begebenheiten in unserem Leben, verschlossen auch in unserer Gier, in unserer Selbstbezogenheit. All das kann uns eng machen. Und irgendwo, wenn wir hinspüren, merken wir, dass das uns ein Stück leiden lässt. Wir mögen sogar Freude erleben, wir mögen Verbindungen erleben, Erfolg erleben, aber wir merken, unser Herz könnte viel weiter sein. Es könnte viel verbundener sein, viel erfüllter sein. Also wir müssen nicht immer gleich unter sehr schwierigen Bedingungen leben. Ja, es kann alles in Ordnung sein. Wir merken, also es ist eigentlich noch ein Potenzial da, was mich ganz anders leben lässt und das sich in unserem mit meinem Herzen zu tun hat. Also es sind zum einen die schwierigen Begebenheiten in unserem Leben, die unser Herz verschließen, aber zum anderen einfach auch ein bisschen die Art, wie unser Geist gestrickt ist, dass er eben diese Selbstbezogenheit, diese Ichhaftigkeit, diese Getrenntheit in unserem Geist erzeugt. Das macht er einfach und er hat sich dann nicht so sehr darum gekümmert, ob das das höchste Glück ist. Es hat uns irgendwie in dieser Situation im Leben zu sein, dient es schon genug, dass wir nicht gefressen werden. Ja, das reicht. Aber es ist nicht unbedingt das erfüllteste Art, wie wir leben können. Es produziert es einfach nicht. Aber wir können es durchschauen. Wir können diese Funktion unseres Geistes durchschauen, die uns eng macht. Und diese Funktion unseres Geistes, die finden wir in dem, was der Buddha Unwissenheit, Verblendung nannte. Moha oder Avijja. Oder man könnte es auch einfach einen Fehler in unserer Wahrnehmungsverarbeitung nennen. Und es ist ein unschuldiger Fehler. Keiner von uns beabsichtigt das, ja? Es passiert einfach. Und wir können das so schön beobachten. Und die westliche Psychologie, die westliche Wissenschaft des Geistes bestätigt einfach das, was der Buddha sagte. Es gibt zig Untersuchungen darüber, und das könnt ihr gerne auf YouTube suchen gehen, es sind lustige Experimente, die zeigen, dass unser Geist zum Beispiel immer wieder Veränderungen nicht wahrnimmt, obwohl die sichtbar sind. Ja, also es ist ein ganz altes Beispiel, und ihr habt das wahrscheinlich alle gemacht. Obwohl, ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Früher gab es immer diese kleinen Zeichnungen in allen möglichen Zeitungen, Zeitschriften. Irgendwo gab es eine Rätselecke. Das sind zwei Bilder, die sehen ähnlich aus, und drunter steht, es gibt doch 8 Verschiedenheiten. Suche mal. Ja, und wenn ihr euch erinnert, man sieht sofort 3 und dann denkt man, nee, das kann nicht sein, das sieht gleich aus. Und nach einer Weile wirklich minutiös richtig hingucken, finden wir tatsächlich 8. Wie lange das braucht manchmal, um den Unterschied zu sehen, ist doch witzig. Weil unsere Augen bilden einfach ab, das sind wie eine Kamera, die bilden einfach ab, auf der Netzhaut. Wenn eure Augen stimmen, dann müsstet ihr das sofort sehen. Aber wir sehen es nicht sofort, wir kennen das. Ja? Und das ist der Fehler in der Wahrnehmungsverarbeitung. Es sieht ähnlich aus, also wird das irgendwie dazu addiert, sodass mir das nicht auffällt. Und das gilt für viele andere Bereiche. Also unser Geist macht etwas mit dem, was er wahrnimmt, und konstruiert etwas. Konstruiert eine neue Wirklichkeit, die so aber gar nicht da ist. Das nannte der Buddha Täuschung. Täuschung oder Verblendung oder Unwissenheit. Ganz nett mit diesen Begriffen zu spielen, je nachdem eignet sich das eine oder andere. Und dieser Täuschung, die führt zu unserer Selbstbezogenheit. Die lässt uns eben auch diese Illusion in uns entstehen, dass ein festes, getrenntes Ich ist, das alles hat, das immer gleich bleibt, das unbeeinflusst ist von seiner Außenwelt, das autark ist, autonom, boah, in Kontrolle von Körper und Geist. Bevor wir anfangen zu meditieren, die meisten glauben, sie haben Kontrolle über ihre Gedanken. Sie denken, ja? Und dann setzen wir uns aufs Kissen und, ups, was ist denn hier los? Ja?
wir merken, ja, wir können schon mal einen Gedanken willentlich denken, ja, aber viele Gedanken, die meisten kommen einfach von selbst. Wir können Einfluss nehmen, aber wir können es nicht kontrollieren. Wie können wir dann sagen, dass das bin ich, wenn wir das nicht in der Hand haben, wenn wir das nicht kontrollieren können, wenn es macht, was es will? Ist doch irgendwie ein Paradox. Also diese Wahrnehmungsverarbeitung in unserem Geist lässt uns das so erscheinen, als wäre da ein fixes Ich, das durch diese Zeit geht, unveränderlich, unbeeinflussbar, das die Dinge hat, die das ist, die das ansammelt. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann sammeln wir nichts an. Selbst die Erinnerungen, da sind ein paar da. Aber so viele Situationen, da kann ich mich beim besten Willen nicht dran erinnern. Meistens in dem Moment, wo ich was gesagt habe, habe ich schon wieder vergessen. Ja, also ich kann mir keinen einzigen Vortrag wirklich merken, was habe ich alles gesagt. Also wenn ihr mich danach fragt, dann gucke ich immer selber so ein bisschen, ne? So. Oder was habe ich zu euch im Interview gesagt, das vergesse ich auch sofort. Ich meine, ich würde es mir auch gerne merken, ist ja nicht, dass es nicht wichtig wäre. Es ist ja wichtig, was ihr sagt. Aber es tut es einfach nicht. Ich spüre das einfach immer wieder raus. Und es gibt natürlich schon so wissenschaftliche Untersuchungen, die behaupten, irgendwo wird es doch gespeichert. Aber es ist mir nicht zugänglich, der Speicher, ganz oft. So ähnlich wie beim Computer, wo man es nicht mehr findet oder so. Also diese Funktion, die lässt uns dann aber uns getrennt wahrnehmen, isoliert wahrnehmen, lässt uns fallen in Identifikation mit schwierigen Gefühlen, mit dem, was uns angetan wird. Wir stricken daraus ein Konzept von Selbstwert oder Nicht-Selbstwert, von liebenswert oder nicht-liebenswert, verbunden oder nicht verbunden. Und das führt oft zu sehr viel Leiden. Wir fangen an, für uns zu kämpfen und nur für uns und nicht zu sehen, wie verbunden wir sind. Wir fangen an, nur an uns selbst zu denken und nicht an die anderen. Wir sehen in der Welt, was dabei rauskommt. Ja, diese Unwissenheit, die erstmal gar nicht so schlimm ist. Ja, es ist erstmal gerade, wir könnten sogar sagen, zum gewissen Maß ist sie notwendig, dass wir uns entwickeln können und uns zurechtfinden in dieser Welt. Aber darüber hinaus, wenn wir uns einmal zurechtgefunden haben, richtet diese Unwissenheit viel Leiden an. Und der wichtige nächste Schritt ist nicht, dass wir können Kinder nicht vor der Entwicklung dieser Unwissenheit bewahren. Das ist einfach eingebettet, ja? Aber der nächste wichtige Schritt ist, diese Unwissenheit zu durchschauen. Und wirklich zu schauen, dass sie uns eine Welt suggeriert und konstruiert, die so nicht da ist, mit allen Implikationen, die wir fühlen und spüren. Und Weisheit bedeutet, dann hindurchzuschauen und wieder zu sehen, wie verbunden wir sind, zu sehen, wie alles im Fließen ist. Aus dem Nichtsehen, die Unwissenheit, ruft das Greifen hervor, ruft das Anhaften hervor. Und ich habe darüber gesprochen. Und auch aus dem, in diesem Verhaftetsein, und ihr habt das alle bemerkt, wenn es eng wird, wenn wir an was kleben, wenn es uns einfach nicht loslässt, eine Situation, über die wir uns geärgert haben. Ja, wir ärgern uns. Wir werden immer mal wieder falsch verstanden, nicht gesehen. Jemand möchte was von uns, wir möchten das. Wir haben diese Situation und wir können sie nicht völlig vermeiden. Sie entstehen im Miteinander. Aber dann bleiben wir darin stecken. Und dann wird es so quälend. Ja, dann zieht es uns hinunter. Und das ist gemeint mit Tanha. Mit Tanha und dann das Werden, was danach kommt. Zuerst ist das Haften, das Greifen und dann verklebt es sich immer mehr, weil wir natürlich sich Runden drehen in der Identifikation. Und Reaktion. Reaktion ist das, was uns eben kleben lässt. Das Gegenmittel ist die Unwissenheit zu durchschauen. Und die Unwissenheit zu durchschauen, diese Kraft, in unserem Geist. Wie gesagt, es ist nicht eine passive Qualität, ein Nichtwissen. Es ist auch ein Ausdruck. Aber Moha oder Avijja ist wirklich eine Kraft. Sie konstruiert, sie macht, sie verändert, sie verblendet, sie hat eine Wirkung. Es ist was Dynamisches. Ja?
Und die suggeriert uns sozusagen, dass da etwas ist, was gar nicht da ist. Und dieses Moha, dieses Wirken davon, das können wir tatsächlich erkennen. In der Meditation, in der Betrachtung der Erfahrung von Moment zu Moment. Wenn wir da kontinuierlich werden, irgendwann ist Moha einfach nicht schnell genug. Ich weiß nicht genau, was da passiert, aber auf einmal setzt das aus, was da drin irgendwie sonst operiert. Auf einmal setzt das aus und wir sehen die Wirklichkeit, wie sie ist. Ja, und das ist dann wirklich der Schlüssel. Es fällt einfach weg. Und wir sehen anders, wir erleben anders. Und das zeigt uns, wie Wirklichkeit ist. Und das gibt uns dann Information. Ihr könnt euch drauf verlassen, Moha wird wiederkommen. Amitya wird wiederkommen. Einfach in allermeisten. Ja. Und selbst wenn es nicht wiederkommt, ich habe letztens von einem Buch gehört, aber ich habe es nicht gelesen. Von einer Frau, die anscheinend eine sehr bleibende Durchdringung von Moha hatte. Es kam einfach nie wieder. Aber die hat trotzdem ein Leben gelebt. Die hat danach noch geheiratet und Kinder gekriegt. Also ganz normal, okay? Man kann erwachen und nichts passiert. Man muss nicht ins Kloster gehen. Nein, nein. Das sagen nur die Mönche. Also in den Schriften wird das so gesagt. Nicht die heutigen Mönche. Aber in Schriften wird das manchmal so dargestellt. Das stimmt nicht. Man kann ganz gut als Erwachter und als Laie weiter sein Leben leben. Okay, diese Täuschung zu durchschauen. Die Täuschung suggeriert uns, dass das, was jetzt da ist, dass das eine Kontinuität einer Dauerhaftigkeit hat, dass es ewig geht. Suggeriert uns, dass irgendwo, und das hat damit zu tun, eine bleibende Erfüllung möglich ist. Ah, wenn ich das kriege, bin ich für immer glücklich. Ja, für immer. Und das steckt da drin. Das klingt zwar komisch, wenn wir einen Moment drüber nachdenken, aber das ist das Gefühl. Es fühlt sich so an. Wenn ich diesen Job kriege, diese Frau oder diesen Mann erobern kann, wenn ich, ja, keine Ahnung, was ihr euch so erträumt, dann bin ich für immer glücklich. Das legen wir in abstruse Dinge hinein. Beim nächsten Cappuccino bin ich für immer glücklich. Ja, es baut sich auf einmal auf und ich brauche es so stark. Ich habe das Gefühl, ohne das kann ich keinen Moment länger leben und glücklich sein. Ne? Nur noch im Trübsal. Und das kann schon echt vehement werden. Und das Dritte und das Schwierigste zu durchschauen ist einfach, dass es diesen Kern, dieses Ich-Gefühl, dieses solide Ich-Gefühl, ja, dieses Gefühl, ich habe, ich erfahre, ich bin, dass das eine Konstruktion des Geistes ist. Es erscheint wie eine Fata Morgana oder wie ein Regenbogen, der aus der Distanz sehr solide erscheint, sehr wirklich erscheint. Und erst wenn wir hinkommen, sehen wir, es ist einfach nur eine Lichtspiegelung. Es ist nichts da, es ist einfach nur ein Schein, mehr nicht. Und so ist unser Ich ein Schein. Es ist nicht verkehrt, es ist einfach nur, wir wollen sehen, es ist nur ein Schein, eine Fata Morgana, mit der wir herumlaufen und experimentieren und sind. Und je fester es ist, desto mehr leiden wir unter dem, was passiert. Wir freuen uns nicht mehr. Könnt ihr so denken, wenn ich auf der einen Seite mehr leide, wenn ich das habe, das Ich, dann freue ich mich auch mehr, wenn ich das Ich habe. Das stimmt nicht. Wir freuen uns mehr, wenn das Ich eben sozusagen durchschaut ist. Ja? Weil in der Freude, wenn uns etwas wirklich erfreut und wir sind in Moha sehr verankert, dann werden wir sofort greifen danach. Und in dem Greifen reduziert sich die Freude. Ich stand mal in einem, nicht nur in einem, längeren Retreats, 3-Monats-Retreats in Amerika. Die sind immer so von September bis Dezember, Mitte September bis Mitte Dezember. Und es gab da immer eine Phase, wo zum richtigen Zeitpunkt in der Gehmeditation die Sonne unterging, an einem Ort, wo man das sehen konnte. Und da gab es immer so 30 ungefähr Sonnenuntergangsfetischisten. Wir waren so ungefähr 100 Personen. Ja, so. Und ein kleiner Trupp sammelte sich da, ich gehörte auch dazu. Und wir guckten alle stumm und entzückt diesem Sonnenuntergang zu. Und immer,
das so unterging, hatte ich immer so das Gefühl zwischendurch, also es war so schön und dann kam Freude und dann kam zwischendurch, stopp, nicht weitergehen. Dann kam dieses Greifen, wollte die Sonne festhalten, um diesen Zustand festzuhalten. Und das in dem Moment war einfach ein Stück Freude weg. Ich war mit Halten, Festhalten beschäftigt, nicht mehr mit dem Schauen und dem Genießen und dem Offensein dafür. Das waren ganz feine Bewegungen im Geist. Aber es war so spannend zu sehen, selbst da, wie es die Freude schmälert. Und das gilt für so viele andere Dinge. Wie schnell wir die Angst haben, wir verlieren es. Wie schnell wir uns mit Greifen beschäftigt sind, mit Festhalten beschäftigt sind. Diese Vergänglichkeit, die sich da spiegelt, dass dieses Fließende im Leben, ist tatsächlich das, was wir am leichtesten beobachten können. Also die Täuschung, die uns suggeriert, etwas bleibt gleich. Es ist eher ein emotionales Erfahren. Es fühlt sich an wie. Wir merken es auch daran. Etwas, ja, viele Dinge bleiben ja über längere Zeitraum gleich. Und auf einmal bemerken wir die Veränderung und wir sind überrascht. Oder wir sind entsetzt. Ja, an dieser Reaktion oft, ja, der Beschwerde, wieso denn, warum verändert sich das denn jetzt auf einmal? Warum bekommt mein Haus einen Riss? Warum stirbt der Baum ab? Warum ändert sich das Wetter? Es war doch so schön. Samstag, wenn wir nach Hause fahren, soll es regnen. Also das finde ich sowieso eine Frechheit, ja. Ich arbeite hier den ganzen Tag, ihr kommt wenigstens ab und zu mal raus. Aber Jutta hat mir schon gesagt, 20 Minuten Minimum pro Tag soll ich mal machen. Ich freue mich natürlich, wenn ich dann wieder Zeit habe und dann regnet es natürlich. Ja, das nehme ich natürlich persönlich, ja, so. Das ist Moha. A, geht es davon aus, es geht doch eigentlich so weiter und träumt schon, wie das dann ist und erwarte dann bestimmte Dinge, die mich natürlich dann auch glücklich machen sollen und dann nehme ich es auch noch persönlich, wenn es anders ist. Ja, super, aber so läuft Moha. Und wenn wir sehen können, ah, das ist Moha, dann entspannt sich schon was. Zumindest, also ich fange inzwischen an zu schmunzeln. Denk mir, okay, da ist wieder Moha, da ist wieder Avijja, seine Kraft. Da können wir leichter ansetzen, bei dieser Vergänglichkeit die zu bemerken. Und ich habe es euch heute schon angeregt, ein wenig darauf zu achten, auf dieses Fließen, das Kommen und Gehen, Gehen und Kommen. Also nicht nur auf das Vergehen immer zu achten, das macht man auch ganz gern, um uns von dem Festhalten zu lösen. Aber das endet manchmal in so eine Trostlosigkeit und Depressivität. Alles vergeht. Schräg. Ah, es entsteht auch ständig was, weil wenn nichts entsteht, dann kann auch nichts vergehen. Ja, so, wir müssen schon in beide Richtungen schauen. Und dann sehen wir, das ist ein endloser Fluss. Und dieses Fließen können wir leichter sehen. Ja, wir können leicht bemerken, wie dieser Tag vergeht. Wir können langsam ahnen, dass dieser Retreat vergeht. Ja, das habt ihr euch am Anfang gar nicht vorstellen können. Was? 7 Tage? So weit weg? Gerade am Anfang. Oder wir haben darauf gewartet zwischendrin. Oh ja, ich weiß, es geht. Aber es fühlt sich so ellenlang an. Ja, am Anfang. Das ist eine Ewigkeit. Und so langsam kommen wir Richtung Ende. Also wir haben morgen noch einen ganzen vollen Tag, aber das ist nicht mehr viel. Ja? Und schwupps ist das Ding vorbei. Hätte ich nie gedacht. Boah. Daran bemerken wir. Wir wissen das schnell. Ja, wir wussten vorher, es sind 7 Tage. Das, wir können damit was anfangen. Ja? Aber es fühlt sich anders an. Immer wieder entsteht das Gefühl, das bleibt doch so. Diese Hitze bleibt so. Ja, dieses kalte Wetter, was dann später kommt, bleibt so. Ja, es ist nur noch eine Idee, die wir ganz oft nicht mehr so spüren können, dass das wirklich sich verändert. Das gilt auch für die Meditation. Wie oft denken wir, oh, das geht so weiter. Tag 1, der schrecklichste Tag, also im Sinne von Ankommen, das ist alles noch so irgendwie, tut wieder alles weh, die Sitzposition stimmt noch nicht, man ist noch so unruhig, man denkt ständig an irgendwas, immer wieder zu diesem Atem zurück, das ist auch echt langweilig, ja, also die ganze Konzentration fehlt.
dann ist man mit irgendwelchen Leuten zusammen, die auch noch nicht wissen, wie verpeilt sind. Oder, also es ist der erste Tag ist immer etwas schwierig. Und man stellt sich vor, so geht es weiter. Ja, genau so. Und dann auch andersrum, dann haben wir irgendwann, dann doch zum Glück, haben wir meistens eine andere Phase, wo wir merken, ah ja, doch, es sammelt sich, es wird ruhig und klar, wir bekommen Bezug zu uns selbst, wir spüren unsere Verbindung. Wow, doch, das könnte was, ah, super. Und jetzt, natürlich geht es immer so weiter, meinen wir. Und sind dann etwas erbost und frustriert, wenn es dann doch nicht so weitergeht. In dieser Veränderung merken wir, dass wir Moha wieder funktioniert hat. Aber wir können kognitiv drüber nachdenken und das verstehen, sehen. Wir wissen, wir sind geboren worden, älter geworden, wir werden sterben. Das sind alles Dinge. An sich wissen wir um die Vergänglichkeit. Anders wie beim Ich, da können wir uns dann sagen, ja, nö, ich habe doch ein Ich und auf jeden Fall, ne? Und mit der Vergänglichkeit, da sind wir uns immer ganz schnell einig, dass das existiert. Und dann aber zu sehen, dass mein Empfinden gegensätzlich ist, dass da etwas in mir operiert, das mir suggeriert, das könnte doch bleiben. Und wenn es nicht so bleibt, dann bin ich nicht einverstanden mit mir. Ja, es gilt auch für Beziehungen. Wenn die Beziehung auseinandergeht, wenn wir krank werden, wenn wir Funktionen verlieren, dachten, es geht alles so weiter. Auf einmal können wir nicht mehr hören, nicht mehr sehen, nicht mehr gehen, haben einen Unfall, bla bla, oder werden einfach älter, es reicht schon. Ich weiß nicht, wie es euch geht da unten bei den Übungen. Ich habe mal kurz runtergeguckt. Und da musstet ihr euch gerade auf die Knie knien und die Hände nach vorne. Und es sah nicht so ganz gelenkig aus, wie es wahrscheinlich mal war. Ich konnte mich auch gut wiedererkennen, also keine Sorge, ja. Aber ich dachte nur, ja, wir werden älter. Als Kinder, was machen wir da? Purzeln wir im Rasen rum. Und jetzt, oh. Ja, also ich meine das vor allen Dingen in meine Richtung, ja, so. Wollen wir die Täuschung und das Leid, das daraus kommt, das Greifen, das Haften, mehr und mehr schwächen oder lösen, dann ist ein direkter Weg, gehen ja viele Wege, aber ein direkter Weg ist die Täuschung zu durchschauen. Und deswegen achten wir, weil das so leicht zugänglich ist, auch auf dieses kommen und gehen, sowohl in größeren Zusammenhängen, ja, wie in kleinen Zusammenhängen. Das können wir auch später weitermachen im Alltag. Wir können sehen, wie sich Geschichte verändert, wie sich, ja, ich erinnere mich noch sehr gut an die Mauer in Berlin. Es gab mal so eine Mauer in Berlin. Es gab so eine getrennte Deutschlands. Und als ich in der Schule war und Geschichte lernte, wurde mir immer gesagt, diese Mauer wird immer bleiben. Ja? Heute weiß ich auch, das war Abidjan, ja, 1989 hieß sie. Das war gar nicht mal so viel später, wie mein Geschichtsunterricht war. Gerade mal so 9 Jahre ungefähr, ja. So, also nicht wirklich lang später. Einmal war die weg. Das ist eine Veränderung. Und so, solche politischen Veränderungen, Veränderungen in der Wissenschaft und dem, was wir können, das Internet gab es früher nicht. Ja, das sind alles solche Veränderungen, wo sich ganze Gesellschaften umkrempeln. Die Erfindung des Internets hat unser Leben so verändert. Das ist kaum zu fassen, das hätte sich niemand vorher vorstellen können. Diese Veränderungen zu bemerken und wahrzunehmen, ja, Veränderung findet statt. Dann auch die Veränderung, dass wir aufwachsen, dass wir älter werden, dass wir irgendwann sterben, dass das um uns herum passiert und dass das natürlich auch für uns selber gilt. Es gibt so Phasen, da merken wir das immer nicht. Ne? So nach 20 hört es mal auf mit dem Merken, bis 30, dann kommt wieder so eine Sollbruchstelle. Und dann geht's weiter bis 50, das ist so ungefähr, und dann kriegt man die Midlife-Krise, ne? So. Dann geht's bis 70 und dann hat man nochmal so, glaube ich, nehme ich an, bin dann noch nicht. Aber vielleicht komme ich ja hin, vielleicht nicht, ja, wer weiß. Aber es gibt so Phasen, wo es immer wieder so aussieht, ah, oh, so bleibt's. Also nach 30 hatte ich nicht das Gefühl, dass ich das war lange Zeit,
weit irgendwie unvorstellbar, dass sich das ändern könnte, dieses Gefühl vom Körper, vom Geist. Und dann erzählen dann irgendwelche anderen, etwas Älteren, erzählen dann irgendwas von, sie werden, haben weniger Energie und alles. Wow. Kann man sich gar nicht vorstellen. Okay, also wir wollen das beobachten, wir wollen ein bisschen die Ohren spitzen dafür. Einfach nur, oh, okay. Das wird vielleicht auch nicht so tief sitzen, manchmal erwischt sein, wenn wir selber vielleicht ernsthaft krank werden oder mal kurzfristig eine Fähigkeit verlieren von einem Tag auf den nächsten, wenn etwas passiert, womit wir nicht gerechnet hätten in unserem Leben. Und auf einmal merken, wie Veränderung passiert. Meistens beschuldigen wir irgendwen. Irgendwer ist schuld daran. Es hätte eigentlich weitergehen können. Ja? Wir sehen nicht, dass es auch schlicht und ergreifend ein Phänomen des Lebens ist. Ja? Meistens, ich habe was falsch gemacht, jemand anders hat was falsch gemacht. Oder wir hadern mit dem Leben, mit der Welt. Ja, so. Oder warum ich? Suchen einen Grund dafür, suchen einen Schuldigen dafür. Aber ganz oft gibt es gar nicht Schuldige. Ja, es gibt vielleicht schon Dinge, die wir verstehen wollen, gerade wenn es manche zwischenmenschlichen Entwicklungen sind. Wir wollen schon hinschauen. Aber ganz oft ist es einfach das Leben selbst. Dinge verändern sich. Auch Interessen verändern sich. Gewohnheiten können sich sogar verändern. Städte können sich, also so vieles kann sich verändern. Aber noch eine Ebene tiefer, wo wir das noch klarer verstehen, dass es sich um eine Täuschung handelt, um etwas, was im Leben einfach so ist, ohne jemanden Schuldigen, können wir einfach hier im Retreat sammeln. Wenn wir hier im Retreat eben ohne Einflussnahme auf unsere Erfahrungen schauen und in diesen Erfahrungen sehen, dass da auch ohne unser Zutun ein Kommen und Gehen ist, ein Entstehen und Vergehen ist, dann wird uns klar, da ist einfach eine Gesetzmäßigkeit am Werk. Ja? Ihr könnt keine bimmelnden Glocken hören, ohne dass die Bimmeln einen Klang erzeugen, der kommt und wieder geht. Ich kann auch nicht sagen, meine Sprache wird nur dadurch zur Sprache, dass Laute entstehen und wieder vergehen. Es geht nicht anders. Und in unserem Körper zahlreiche Empfindungen, die entstehen und wieder vergehen. Das gilt sogar für Sehen, aber das ist schwieriger zu bemerken. Auch unsere Gefühle, Geisteszustände kommen und gehen. Die von gestern, sind die noch da? Ich meine, genau der gleiche. Manche wiederholen sich ja, werden wieder angestupst, ja, spüren wieder eine Frustration, aber ist es wirklich die gleiche Frustration? War sie zwischendurch weg oder nicht? Etwas zäher sind Stimmungen. Stimmungen können länger herumlungern. Und dann bemerken wir sie irgendwann nicht mehr und dann gucken wir hin und dann ist es so ähnlich. Aber auch die vergehen nach einer Weile, vielleicht einer längeren Weile. Vor 10 Jahren hattet ihr die gleiche Stimmung? Vielleicht nicht, ja. Und ganz extrem ist es mit den Gedanken. Gedanken kommen und gehen. Es ist wie mit den Worten, die können gar nicht. Versucht mal einen Gedanken stillzuhalten. Ja, anzuhalten, dass er einfach nur da steht und nicht kommt und geht. Ja? Wir können manche Gedanken willentlich denken, aber ich habe schon so oft gehört, dass mir Menschen sagen, boah, ich bin doch eigentlich richtig intelligent, aber Metta, diese 4 Sätze, ich krieg's nicht hin. Ja? Ich krieg vielleicht 3 hin oder 2, aber den anderen vergesse ich immer. Das ist auch spannend. Aber wir sehen, wie diese Gedanken oder ich hatte einmal so einen richtig genialen Gedanken. Im Retreat, wirklich, der war genial. Ich habe ihn dummerweise nicht aufgeschrieben. Er kam nie wieder bisher. Und ich sage, ich warte noch darauf, dann soll es ein Witz sein. Ja, so. Vielleicht war er auch gar nicht genial. Das ist nur noch so meine Zuordnung von damals. Oder auch das Gefühl, wer ich bin, ganz wichtig, weil es wird ja auch von unserer Unwissenheit generiert, wer ich bin. Ja, das ist so spannend. Bin ich gut, bin ich schlecht, bin ich super, bin ich toll, bin ich nichts? Wir gehen hier so rauf wie ein Jojo. Ja, ihr habt Erfolg, ihr fühlt euch wie Superman, ja, so, der Superwoman. Und dann kommt der Misserfolg, ihr kriegt's nicht hin, ihr rast wieder ab ins Loch, ja.
Und so gehen wir rauf und runter im Leben. Und diese Veränderung mit ein bisschen Abstand, den brauchen wir dabei, können wir einfach zuschauen. Können wir einfach sehen, wie das kommt und geht und kommt und geht und kommt und geht. Und wir tun gar nichts dabei. Und das ist so eine Sache im Retreat. Das können wir so schön uns, also wenn ihr keine, gerade keine besonderen Baustellen habt, und einige haben das berichtet, dass sie gegen ihren Gewohnheiten einfach keine Baustellen mehr haben, zumindest nicht in diesem Retreat, kein Versprechen, ja, so. Die können sich eigentlich zurücklehnen und genau sehen, wie dieses Kommen und Gehen läuft. Und dann hat man erstmal so das Gefühl, okay, aber so what, ja. Es kommt und geht, wir zucken so die Achseln. Ja, was soll's? Ja, wusste ich doch. Was soll denn hier mit Täuschung sein und überhaupt? Ja, haben keine Ahnung, was das soll. Und dann auf einmal sehen wir das anders. Auf einmal sehen wir das anders, ohne diesen Abstand, den die Täuschung eben auch erzeugt. Die Täuschung ist vorher schon immer noch ein Stück da. Sie lässt uns das nicht wirklich an uns ran. Diese Tatsache, dass alles kommt und geht. Und dann reißt es auf einmal auf und wir spüren diese, wir erleben diese Vergänglichkeit wirklich ganz intim, ohne Abstand. Aber wach und nicht versunken mit Klarheit, mit Achtsamkeit. Und in dem Moment merken wir, da merken wir einen Impact. Es beeindruckt uns. Es macht etwas mit uns. Meistens sind wir ein bisschen schockiert. Ja, meistens sind wir im ersten Moment erschrocken und erschrecken und sind ein bisschen so zittrig dabei. Und ich höre dann einfach immer wieder, dass die Personen es so beschreiben, als wenn man ihnen den Teppich unter den Füßen weggezogen hätte. Und das stimmt auch ein Stück weit. Wir ziehen den Teppich drunter weg, weil wir bauen ja all unsere Pläne, unsere Lebensinhalt, was wir erreichen wollen, auf dem Fundament der Beständigkeit und dass wir all die Dinge haben und sind. Die Täuschung ist unser Fundament, auf dem wir aufbauen, unser Leben entwerfen, unser Leben gehen. Und da ziehen wir jetzt gerade mal das Fundament unterm Hintern weg. Ja? Kein Wunder, dass wir erschrecken, dass wir zittrig werden. Wir wissen ja überhaupt nicht mehr, wo es lang geht auf einmal, was zählt, was wichtig ist, was Priorität hat. Das, wonach wir bisher immer uns abgemüht haben, wofür, müssen wir in Frage stellen, zumindest in Frage stellen, vielleicht tun wir es wieder dann da an dem Platz wie vorher, aber wir wissen es nicht mehr. Wir müssen alles neu überdenken. Diese Erfahrung kann uns dann ein Stück Angst bereiten. Das ist auf der anderen Seite oft ein ganz guter Hinweis, dass wir wirklich rankamen an diese Wahrheit. Ihr braucht aber jetzt wirklich keine Angst da haben. Es ist nicht so, dass nur für uns die Vergänglichkeit gilt, ja, und für alle anderen nicht. Uns wird nichts weggenommen, was eigentlich da ist. Es wird uns nur eine Illusion genommen, mehr nicht. Und dann können wir einfach unser Leben neu stricken, neu justieren, sodass wir unser Glück wirklich am richtigen Ort suchen. Es gibt so eine schöne Geschichte, und viele von euch kennen die, von Nasruddin. Nasruddin war ja so ein Sufi-Meister, ein sehr weiser Mensch. Es gibt viele Geschichten von Nasruddin. Und die sind immer auch sehr humorvoll, deswegen lohnt es sich, die zu lesen. Und Nasruddin eines Tages nachts suchte auf der Straße nach irgendetwas unter einer Laterne. Dann kamen ein paar Freunde daher, sehen Nasruddin und fragen ihn, ja, was suchst du denn? Und er sagt, ja, ich suche meinen Hausschlüssel, den habe ich verloren. Und die Freunde bieten ihm sofort an, ihm beim Suchen zu helfen. Sie suchen und suchen, können aber nichts finden. Nach einer Weile, und ihr kennt das wahrscheinlich, fragen die Freunde Nasruddin noch einmal, bist du dir sicher, dass du den Schlüssel hier verloren hast? Vielleicht sollten wir woanders suchen. Und Nasruddin sagt, Ja, ich habe den beim Hauseingang verloren. Und sie sind entsetzt. Ja, aber wieso suchen wir dann hier? Und Nasruddin sagt, ja, aber hier hat es mehr Licht. Ja.
Und so ist es manchmal mit unserem Glück, ja. Aufgrund der Täuschung suchen wir nach unserem Glück an einem Ort, wo wir oft enttäuscht werden, wo wir oft dann genau das Gegenteil ernten. Wir suchen nicht am richtigen Ort. Wir erwarten Dinge, die es so nicht geben kann. Und das heißt jetzt nicht, dass wir nicht mehr einem Beruf nachgehen können, versuchen können, etwas zu erreichen, etwas zu werden, dass wir etwas planen, etwas wollen, dass wir in unseren Erwartungen und Hoffnungen, was es uns dann geben wird, einfach realistisch werden und schauen, wo unser Glück wirklich zu finden ist. Es ist einfach so, dass wir nicht nur die Vergänglichkeit verstehen und begreifen und erfahren wollen, sondern wir brauchen, dass sie uns auch verändert. Und unser Verhalten muss sich ändern. Ja, also dann hat es eigentlich einen Wert. Wenn wir weitermachen wie bisher, dann ist eigentlich alles beim Alten, dann werden wir nicht glücklicher. Ja? Oft werden wir sogar unglücklicher. Wir müssen die Erfahrung vertiefen. Oft ist es durch, dass wir sie vertiefen, dass wir es mehr und mehr zulassen, dass wir durch die Angst durchgehen und weitergehen und diese Erfahrung tiefer und tiefer auf uns wirken lassen. Also wir machen dann einfach weiter. Ja, wir sitzen, gehen und lassen immer weiter diesen achten auf dieses kommen und gehen, kommen und gehen. Wir brauchen da gar nichts weiter zu tun. Ja, wir haben ja oft das Gefühl, ich muss was tun in der Praxis. Und ihr hört auch viel, was man tun kann. Aber in der Phase setzt man sich eigentlich hin und ist einfach in diesem Fließen. Ja, und bemerkt das, wie es einfach nicht greift. Und ganz oft bemerken wir zwischendurch auch wieder so leichtes Greifen. Ja, oder starkes Greifen, natürlich auch. Aber wir brauchen nichts weiter tun, damit es sich vertieft, damit es eine Wirkung auf uns hat. Wobei wir hingegen später, wenn wir an unser Leben zurückgehen, dann können wir natürlich auch einfach mal aktiv drüber nachdenken. Können wir verschiedene Entscheidungen, verschiedene Verlangen, verschiedene Dinge, denen wir Zeit und Geld und Energie widmen, vor dem Prüfstand stellen, vor dem Hintergrund der Vergänglichkeit, auch meiner Vergänglichkeit, ist mir das wirklich so wichtig. Das Recht haben, die Auseinandersetzung, der Konflikt, was auch immer. Und da werdet ihr vor einigen Dingen Ja sagen und bei anderen Dingen Nein sagen. Es wird sich sortieren. Hier wollen wir einfach diesem Fließen Raum geben. Und Raum geben und spüren, auch hier werden wir entdecken, das ist ganz wichtig, dass angenehme Erfahrungen kommen und gehen, kommen und gehen, kommen und gehen und kommen und gehen. Und neutrale Erfahrungen, also Erfahrungen, die neutral empfunden werden, kommen und gehen, kommen und gehen, kommen und gehen. Und unangenehme Erfahrungen, also die unangenehm empfunden werden, kommen und gehen, kommen und gehen, kommen und gehen. Und das im Gegensatz zu vorher. Während wir noch nicht da drin sind, sind wir ja ganz oft, angenehme Erfahrungen will ich erreichen. Soll ruhig werden, still werden, bequem werden, leicht werden, gleichmütig werden, ja, ne? Konzentriert werden. Und dann soll das bleiben. Ja? Und wenn es nicht bleibt, ja, und die unangenehmen Erfahrungen, die sollen weggehen. Ja, die Schmerzen sollen weggehen, die Dumpfheit soll weggehen, die Zerstreutheit soll weggehen. All diese Dinge sollen weggehen. Und dann gibt's die Neutralen, die versuchen wir einfach irgendwie, hoffentlich hören die bald auf, ja, weil die sind einfach nebensächlich, die sind langweilig. Da suchen wir lieber nach den Angenehmen oder suchen sogar lieber unangenehm als neutral, ja. Da haben wir wenigstens was zu tun. Und wenn wir dann aber mehr und mehr diese Vergänglichkeit erfahren, dann wird uns irgendwann bewusst, dass es nicht wichtig ist, was wir erfahren. Dass das Glück, was wir darin finden, und das nicht, dass wir das nicht bemerken, in den angenehmen Erfahrungen, das ist schon da. Ja, dieser Sonnenuntergang, das war schon schön und nett. Aber das Greifen danach hat die Erfahrung eher getrübt. Das heißt, wenn wir diese Tatsache, dass es vergeht, wirklich tief begreifen, bringt uns das zu einer anderen Beziehung. Nicht, was kann ich erfahren und behalten, sondern kann ich in einer offenen Beziehung stehen zu dem, was jetzt ist. Ja, es ist einfach wahrnehmen, zulassen, diesen Sonnenuntergang.
weil dieses Zulassen und Wahrnehmen mich einfach wirklich öffnet für die Freude. Und auf der anderen Seite, mein Wehren gegen eine Erfahrung, die da ist, die hilft mir auch nicht darin, mit ihr umzugehen. Ich kann schauen, was kann ich machen, weise entscheiden, aber dann gibt es ein Eigenleben in der Erfahrung. Wenn die Frustration da ist, ist die Frustration da. Ich kann schauen, dass ich sie nicht nähere, aber sie wird in ihrer eigenen Zeit abflauen. Genau das Gleiche mit der Angst. Ein Gedanke erzeugt Angst in euch, ja? Mein Geist ist sehr schnell, hat ein Image und dann kann ich schauen, dass ich diese Angst nicht weiter nähere, dass ich daran glaube, dass ich immer endlos wälze, aber dann die Angst, die Empfindung im Körper, die das ausgelöst hat, die brauchen ihre eigene Zeit zu vergehen. Oder Auseinandersetzungen mit Personen, denen wir nicht gleich entfliehen können, ja? Ist nicht immer nur angenehm. Aber dennoch kann ich das akzeptieren, dass das in meinem Leben ist, weil es ist schon da und der Kampf wird mir nicht helfen. Der innere Kampf, wo ich sage, das soll nicht sein, das dürfte nicht sein. Und das frisst nur Energie. Das macht mich nur eng, das macht mich nur hart. Also kann ich damit sein, ohne einen Druck, einen inneren Druck, dass diese Erfahrungen vergehen. Oder auch Trauer, eine Erfahrung von Trauer bei Verlust. Es gibt einfach einen Platz für diese unangenehmen Erfahrungen. Es gibt Dinge, die können wir durch unsere Entwicklung tatsächlich auch ein Stück weit, ich sag mal, vermeiden. Aber dadurch, dass wir eine bestimmte Art und Weise leben, werden bestimmte Dinge vielleicht weniger entstehen, wie Frustration, indem wir weniger Erwartungen haben, ja? Aber andere Erfahrungen, die unangenehm sind, wie Trauer über einen Verlust, die werden wahrscheinlich weiter entstehen, zumindest teilweise. Wenn wir den Dalai Lama anschauen, der auch als sehr weise gilt und schon eine sehr starke Energie hat im Herzen, der ist betroffen von Geschichten, wo andere leiden. Man sieht seine Betroffenheit, er spürt das Leid. Ja? Also es ist nicht Emotion, wir sind nicht emotionslos. Wir schließen uns nicht gegen unangenehme Erfahrungen. Aber wir üben, wir tun auch nichts damit, also wir tun weniger die Dinge, die zu schmerzhaften Geisteszuständen führen. Aber dann wird trotzdem weiter welche stattfinden. Und können wir da das akzeptieren, dass das so ist? Und das Wissen um die Vergänglichkeit wird uns helfen. Es wird uns einfach helfen, uns zu öffnen, weil wir wissen, auch diese Angst, diese Frustration, diese Enttäuschung, diese Einsamkeit, diese Hilflosigkeit, diese Ohnmacht, die gehen vorüber, sind nur kurze Erfahrungen. Und dann kann ich immer noch schauen, okay, was kann ich tun, damit sie weniger entstehen? Diese Veränderung zu sehen, gibt uns auch noch einen großen Schubs, das zu sehen, was stimmt, das zu sehen, was wir können, das zu sehen, was wir haben, was uns geschenkt wird, weil jeder Moment so kostbar ist. Also wir atmen keinen Atemzug zweimal. Wir gehen keinen Schritt zweimal. Es ist immer wieder neu, da, einzigartig und vergeht. Und wenn wir das tiefer und tiefer begreifen, dann erhält jeder Moment so seine Besonderheit, sein Schillerndes. Ganz egal. Es ist nicht mehr ganz so wichtig, wie dieser Moment ist. Er ist einfach in sich schon kostbar, weil er vergeht. Wobei, bei sehr großem Leid ist es manchmal natürlich wirklich schwierig, dies einzunehmen. Aber wir können schauen, wir können offen bleiben dafür. Ihr findet wahrscheinlich vielleicht in eurem eigenen Leben Beispiele dafür oder ihr findet Zitate. Und manchmal lohnt es sich, so Zitate zu suchen von Menschen, die in schwierigen Situationen sind und in diesen schwierigen Situationen dennoch ein Licht finden. Etwas finden, was ihnen Erfüllung beschert in dem sie sind. Ich fand eines, aber ich könnte mal ein neues suchen. Seine Frau, die im Hospiz lebt, solche Geschichten. Sie schreibt, am Morgen wache ich auf und schaue nach, ob ich noch am Leben bin. Ja,
Heute kann ich immer noch hören und sehen. Und das alles ist für mich jetzt nicht mehr selbstverständlich. Aber wenn ich mich umschaue und die Dinge betrachte, die mich ein Leben lang umgeben haben, so scheinen sie sich verändert zu haben. Die Gegenstände strahlen neuen Glanz und eine Frische aus, als hätte ich sie nie zuvor gesehen. Alles scheint bekannt und unbekannt zugleich. Also manchmal entdecken wir in dem, wenn wir aufwachen zu der Perspektive von Vergänglichkeit, ganz neue Qualitäten. Lassen wir das als eine gewisse Option mal offen. Schauen wir mal. Und wir haben ja oft auch das Gefühl, dass unser Leben, gerade wenn wir schon eine Weile unterwegs sind, dann fühlt es sich so an, so geht's jetzt weiter. Also am Anfang hat man ja viele Optionen, ja? Und die Optionen werden gefühlt weniger, wenn wir älter werden, gefühlt. Aber stimmt das? Also gut, Kinder kriegen ist bei mir vorbei, ich gebe es zu, ja, so, sieht man mir wahrscheinlich auch an. Also ein paar Optionen werden realistisch weniger, Punkt, ja. Aber ganz andere Optionen hören vielleicht gar nicht auf. Ich denke nur, dass sie aufhören. Ich mache mein Leben nur zu, weil ich mir nichts anderes mehr vorstellen kann. Weil ich in diesen Trott gerate, in diese Routine gerate. Weil mein Geist immer wieder vorausgeht und schon so sagt, so wird es dann morgen sein. Das ist das, was die Täuschung macht. Es wird so weitergehen. Und das nimmt im Leben alles Spannende. Ja, und gerade wenn wir nicht so gut in schönen Situationen sind und ihr habt keine Ahnung, was um die Ecke kommt. Wartet, bleibt offen dafür, habt einen Sinn dafür. Vielleicht auf einmal ändert sich etwas. Oder ich sehe, was ich ändern kann. Das ist die andere Option. Weil die Täuschung suggeriert mir natürlich auch, ich kann gar nichts ändern. Es wird so bleiben. Und dadurch engen wir auch selbst unseren Blick ein. Wenn wir wieder Veränderung als Option haben, sehen wir auf einmal, oh, vielleicht kann ich dies oder jenes ja doch tun. Die Vergänglichkeit, wie gesagt, ist auch ein Stück bedrohlich, weil sie uns dieses Fundament entzieht. Oder nicht entzieht, aber sieht. Wir sehen, es ist nicht der Fels, sondern der Treibsand, auf dem wir gebaut haben. Ja, so ist scheinbar nicht so ganz stabil, das Ding. Wie beim Stuttgarter Bahn-Tiefbahnhof, so ungefähr. Das ist auch so ein Wappelteil da unten. Bisschen matschig durch das viele Wasser. Die Frage ist, wo gibt es einen Ort, wo wir Sicherheit finden? Ich denke, wir können Sicherheit finden und diese Sicherheit können wir hier auch spüren. Ein Anker. Und dieser Anker ist auch nicht unbedingt der Atem. Der Anker ist die Achtsamkeit selbst. Die Offenheit, allem zu begegnen. Es zuzulassen. Die Vergänglichkeit tief akzeptiert ist. Ist das ein wahnsinniger Anker. Ein Herz, das geschult ist darin, allem mit Offenheit zu begegnen. Mit Liebe, mit Wohlwollen zu begegnen. Ein Herz, das Erfüllung darin sieht, in welcher Beziehung es steht zu den Dingen im Leben. Und nicht Erfüllung darin sieht, was kann ich haben, was kann ich bekommen, was kann ich meinen. Ja, was normalerweise der Fall ist. Also die Training und das Training unseres Herzens, diese Schulung, die wir hier machen, führt uns zu einer neuen inneren Sicherheit, die von der Vergänglichkeit nicht bedroht werden kann. Aber das ist schon ein Weg, ja? Aber wir können ihn finden. Man könnte auch sagen, das hat Bhante Sujiva mal gesagt, dass diese Vergänglichkeit zu sehen oder auf die Vergänglichkeit zu achten, das eigentliche Vipassana-Objekt sei. Ja? Streng genommen. Also alles andere auch, das Kennenlernen von diesen ganzen Erfahrungen, alles fein. Aber dieses Sehen von Entstehen, Dasein, Vergehen, Entstehen, Dasein, Vergehen. Das ist ein seltsames Objekt, das ist eigentlich eine Bewegung, ist ein Prozess, den wir sehen. Das sei das eigentliche Vipassana-Objekt. Eine Möglichkeit, es zu sehen.
In Pali finden wir einen berühmten Spruch, der oft rezitiert wird. Und damit möchte ich dann auch enden. Alle Dinge sind vergänglich. Werden und vergehen ist ihre Natur. Wer nach dieser Wahrheit lebt, lebt in Glück und Harmonie mit allem, was ist.